Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dragon Quest Heroes, der Weltenbaum und der Tyrann aus der Tiefe. In der letzten Folge haben wir diesen Tempel, diese Prüfung für diesen Lichttypen hier, dass er hier besser wird und stärker, erfolgreich gemeistert. Und ja, haben dann einige neue Missionen dazu bekommen. Ich konnte sogar noch, das sind so viele, ich kann gar nicht alle gleichzeitig annehmen. Im Endeffekt ist es aber wieder nur Monsterkloppen. Und ja, dann habe ich neue Kugeln gekauft, Drachenkugeln, aber erstmal für 3 Personen, denn ich weiß nicht, ob ich Nera im Team lasse oder die vielleicht später mit Maya auswechsel. Denn die wollte ich noch testen, aber das mache ich dann, wenn ich diese Farmmission alleine mache, weil das will ich euch nicht antun, das ist ja immer dasselbe, so wie die Story. Nein, die Story ist ja cool, deswegen, ja. Ich würde mal sagen, erstmal quatschen wir hier erstmal mit Medici. Medici. Yippie. Es ist einfach schleimfach. Großartig, wieder mit euch allen zusammen zu sein. So, Degasne. Du sagst es, Blauer. Du bist wieder da, wo du hingehörst, bei deinen Kumpels. Warum bist du überhaupt erst abgehauen? Du hast dich in dem düsteren alten Schrein verkrochen, Kleiner. Du hast dich doch bestimmt einsam gefühlt, oder? Tut mir leid. Mein Papa hat mich früher öfters dorthin mitgenommen, Saba. Es war nicht dasselbe, so mutterseelend allein. Ich war wirklich traurig und habe viel geweint, Schnee. Aber dann habe ich mich an das Versprechen erinnert, das ich ihm gegeben habe. Ein Versprechen? Ja, ich habe Papa versprochen, immer mutig zu sein und niemals aufzuglibbern. Schlüpf. Und ich habe einen Entschluss gefasst. Egal wie sehr ich mich auch fürchte, ich werde nie mehr wegglitschen. Ich muss mutig sein, um meinen Freunden helfen zu können. Atmos, Leona und die Jangus. Für euch alle werde ich mutig sein. Ach, Blowy, du rührst den alten Banditen zu Tränen. Weißt du, du bist mein kleiner Held. Jawohl, das bist du. Er hat recht, du bist wirklich ein Held, Medici. Wir müssen aufpassen, sonst übertrumpfst du uns noch mit deinem Heldentum. Ah, in der Tat. Ah, okay. Ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass das der echte Lichtkranz ist. Weil ich denke, der ist aus der Ruine und ich denke, das ist der richtige. Kann natürlich auch falsch liegen. Na gut, dann hier mit ihr hier quatschen. Ihr wollt ja unbedingt mit mir und Leona reden. Ah, okay. ねえ、お願いがあるの。今から私の里帰りに付き合ってくれない？里帰り？いいけど、今から？ただの里帰りではないだろう。俺の夢では、おそらく何か大事なものを取りに行く口実だ。そしてそれは世界中の…もう、あんたはちょっと黙ってなさいよ。ジュリエッタ、事情を教えて。できれば、なるべく簡単にお願い。分かったわ。でも、彼が言いかけたので、ほとんど正解。やはり。世界中を救うために、必要なものがあるの。私のふるさと、資源の里にある霊木。その幹から取れる、聖なる雫よ。そうだったの？じゃあ、ジュリエッタが里帰りして、その雫を取ってくれば、世界中を元に戻せるのね。いや、そんなに簡単なはずはない。雫を取るには。何らかの作戦が必要なんだろう。その通りよ。霊木の雫を手に入れるのは簡単ではないわ。真の力に目覚めた光の一族。その祈りだけが霊木の力を呼び覚まし、雫を生み出すことができるのよ。なるほど。だから。試練を終えた今なのか。でもね、二人にこんなお願いをしてもいいのかって本当はまだ迷ってるのよ。私が里へ連れて行ったら、あなたたち無事では済まないかもしれない。そんなの行く前に気にしてたって仕方ないわ。いいわよ。要は私たちが霊木にお願いして雫を取ってくればいいんでしょ。ああ、心配無用だ。たとえまずい状況になったとしても、俺の完璧な作戦で切り抜けてみせるさ。うわ
お前たち、試練を得てますます勇敢になったな。わしは鼻が高いぞ。ジュリエッタよ、案ずるな。この者たちは必ずそなたの助けになってくれるだろう。ええ、ありがとう、二人とも。Oh man. Ich weiß nicht, ob ich diesen Medici lieben oder hassen soll. Nochmal? Kommt noch eine Videosequenz? Nee. Julieta. Ayla, Wiegenwald scheint kein gewöhnliches Dorf zu sein. Kannst du uns mehr über deine Heimat erzählen? Naja, zunächst einmal weiß praktisch niemand außer den Leuten, die dort wohnen, dass es existiert. Wirklich, wie kann das sein? Nun, es liegt tief im Innersten eines Waldes, den zu betreten sich ohnehin kaum jemand wagt. Das hilft natürlich. Aber der Hauptgrund ist, dass diejenigen, die im Dorf leben, strengstens verboten ist, es jemals zu verlassen. Oh, das ist ungewöhnlich. Aber warte mal, du hast es doch verlassen, sonst wärst du ja jetzt nicht hier bei uns. Ich denke, man könnte mich einen Sonderfall nennen. Wisst ihr, ich hatte stets Probleme damit, dort mehr oder weniger eingesperrt zu sein, also bin ich eines Tages abgehauen. Ehrlich gesagt hatte ich nicht damit gerechnet, jemals wieder dorthin zurückzukehren, aber wie es scheint, haben wir keine andere Wahl, wenn wir den Weltenbaum heilen wollen. Ich verstehe, und wie genau wird der Tau vom Baum des Lebens uns eigentlich dabei helfen? Wenn man den Legenden Glauben schenken darf, stammen alle Pflanzen dieser Welt ursprünglich vom Baum des Lebens ab. Daher sollte Tau, der sich an den Spitzen seiner Zweige sammelt, die Macht besitzen, jegliche Art von pflanzlichem Leben seinen ursprünglichen Formen zurückzugehen zu können. Wenn wir also Yggdrasil etwas von dem heiligen Tau bringen, könnten wir ihn wieder in den Zustand versetzen, in dem er sich befand, bevor er von der Dunkelheit befallen wurde. Exakt, aber wie bereits gesagt, um an den Tau zu kommen, werde ich eure Hilfe brauchen. Mir ist klar, dass das viel verlangt ist, aber ich habe keine andere Wahl. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr das tut. Na klaro, dafür sind wir doch da. So. Das war lange, bevor wir sterben und dann uns nochmal alles anhören müssen. Speichere ich wie gewöhnlich einfach mal ab. Yōkoso. Sa, kami ni inori yo. Schon 27 Stunden, hätte ich gar nicht gedacht. So, dann gehen wir mal, ich überlege mal, ob wir die Hauptmission angehen. Oder vielleicht mal eine kleine Nebenmission machen. Gut, ich habe die Koordinaten Wiegenwaldes auf der Weltkarte eingetragen. Wir können also jederzeit dorthin reisen. Du musst nur den Befehl geben. Wiegenwald, das Torf. Das haben wir doch gerade besprochen. Jetzt müssen wir das wieder machen? Genau, das Klima dort ist etwas ungewöhnlich. Es regnet sehr häufig und viel, weshalb das umliegende Gebiet etwas anders beschaffen ist als die Wildheit, die ihr kennt. Es gibt dort alle möglichen Arten exotischer Pflanzen, die nirgendwo sonst wachsen. Oh, das klingt aufregend. Ich kann es kaum erwarten, die seltenen Pflanzen zu sehen. Und die seltensten darunter ist natürlich der Baum des Lebens. Du hast recht, er steht genau im Zentrum des Dorfes, wo er am besten geschützt ist. Ich zeige euch den Weg, sobald wir gelandet sind. Hier haben wir eine Mission. Gar nicht. Neuer Held. Was gibt's denn da für Monster? Imitator, okay. Höllengladiator, Giftzombie und ein Erzdämon, okay. Ist hier auch was neu? Nee. Oh, kommt noch einmal was. Steinender Wägung. Da kann man jetzt auch immerhin. Wurzel allen Übels. Die Mission könnten wir machen. Schau mal kurz. Einfach überall vorbei. Sonst ist hier nichts neu, ne? Aha, so ist das also. Der Rest ist dann einfach nur wieder Farm. Also keine einfache Mission, sondern einfach nur Farm. Okay. Dann machen wir jetzt Wurzel allen Übels. Die Soldaten, die am Schrein stationiert sind, schlagen Alarm. Das Sprießen einer Yggdrasil-Wurzel hatte eine Monster-Invasion zur Folge. Deine Hilfe wird gebraucht. Zieh los und bring die Mission zum Abschluss. Und mal wieder müssen wir was beschützen. So eine scheiß Wurzel. Oh Mann. Babam, babam, bam, bam, babam, babam. Okay, starrer Schrein der Bewegung. Da ist direkt ein Portal. Aber hier sind keine.
Kleine, kleine, sag schnell. Hebel, um Tore runter zu machen. Wo komme ich denn jetzt dahin? Oh Mann, das ist ein langer Weg. Oh. Oh, da. Ja, wo ist denn hier der Portal? Der Schlundwächter. Der ist eigentlich erst wichtig. Ist er jetzt hier runtergefallen? Ernsthaft? Jetzt gehe ich hier hin. Extra dahin und der fällt da runter? Will er mich eigentlich verarschen? Das ist ja lächerlich. Da sind direkt Monster auch an der Wurzel. Diese Vögel hier. Oh. Diese Attacke ist OP. Die kriegt immer wieder Mana zurück. Oh, cool. Oh, komm mal an den Schlumpfwächter von hier ran. Das wäre ja genial. Kriegt der da hinten Schaden? Nee, leider nicht. Okay, dann müssen wir schneller hin. Oh, da ist ein seltenes Item. Feenwolle. Oh Mann, da sind welche schon wieder fast am Baum. Oh oh. Eine Baumwurzel. Lauf! Lauf! Zack! Haha, die Attacke ist so nice. Und er steht noch, aber sie schießt nicht auf ihn. So, ups, falsche Richtung. Oh, ein Hacksaurier, gleich ganz viele davon. Oh, wir haben eine Medaille, glaube ich, erhalten. Oh. Ey! Machen wir die Attacke. Die ist auch ein. Ja. So, jetzt springt er zurück, ernsthaft. Aber trotzdem getroffen. Das zieht ja viel ab. Oh, jetzt aber. Bam! Die stehen immer noch. Okay, jetzt kriegt er gerade extrem viele kritische Treffer ab. Kleine Metsaurier. Kommt gleich aufs Brötchen. Okay. Was haben wir denn hier? Ein Hacksaurier. Den können wir ja einfach am besten hier hinstellen. Und hoffen, dass keine Schlumpfwächter von hinten kommen. Hä? Ach so, da. Jetzt ist er tot, oder was? Bam! Diese Attacke ist einfach... die finde ich... sieht einfach nice aus. Zisch! Melatoma! Was, oder was auch immer die gesagt hat. Haha. Okay. Macht Damage. Zack, erledigt. Oh, hier kommt die letzte Welle, okay. Am besten, ich stelle hier noch einen Drachen hin. Einfach, weil ich es kann. Und
wir gehen jetzt einfach in die Richtung, aber dafür bin ich jetzt wieder Atmos. 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 Oh Mann, ey. Diese Viecher nerven übertrieben. Ja komm! Man kann es auch übertreiben mit dem Schlafzeug da. Der Drache steht immer noch, ja. Was war das? Ah, da kommt noch mehr. Achso. Achso. Bin schon wieder am Taumeln. Oh, ey. Kriege von allen Seiten Damage. Ich hasse die immer so sinnlos herumgeschleudert zu werden. Man erkennt ihr. Okay, das war jetzt ein Fehler von mir. Warum kommt der scheiß Dämon da nicht raus? Ich will die alle auf einen Fleck haben. Die treten nicht mit an. Die haben noch gar nichts gemacht. Wenn die unbedingt wollen. Warum macht er die Attacke nicht? Ja. Hä? Die treten gar nicht die Flucht an. Was lügen die mich denn an? Ah, alle erledigt. Das war ein Todesstoß, der sich mal sehen lassen kann. Hui. Oh, das gab einiges. Wunderbar. Und das haben wir gemeistert. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt bei 17 Minuten. Ah. Atmos brüte bei... Aha. Mal gucken. Hüter des Lichts, okay. Kloppen sich dann jetzt alle gegen den oder nur wir? Schreien der Wägung. Was war denn hier jetzt noch? Oh, das ist jetzt neu. Oh. Und hier ist bestimmt Problemkind, ja. Avatar der Finsternis, das war irgendwie klar. Sollen wir den einfach mal ausprobieren? Ich bin gespannt, ob wir nur... Ob nur wir oder alle sich jetzt gegen den kloppen und ob der jetzt stärker ist. Tatsache alleine. Okay, das ist blöd. Das dauert dann jetzt wohl noch ein bisschen. Hey! Ganz ruhig, Brauner. Okay, das zieht viel ab immer. Immer wieder zieht das. Das ist gut, das macht er weg. Boah. Aber der macht jetzt ein bisschen anders, die Attacke. Oh. Oh. Oh, jetzt springt er wieder weg, ey. Feigling. Ah! Oh, die will ich einsammeln. Oh. Oh nein, da war genau in der Mitte. Da kam ich jetzt nicht raus. Habe ich auch, um ehrlich zu sein, vercheckt, dass er das nochmal macht. Wow. Nein.
Ah, jetzt ist er benebelt. Wunderbar. Dann setze ich ihn nochmal ein, die Attacke. Das zieht immer schön viel ab. Einfach draufhauen jetzt da. Jetzt haben wir schon die Konzentration voll. Jetzt weiche ich natürlich nicht so wie mein in den richtigen Kampf aus. Sehe ich gar nicht ein. Ach cool, danke. Jetzt habe ich... Okay. Medici ist ja wieder da. Wow. Hallo. Jetzt müssen wir mal der Dicke kommen. Genau. Bin mal gespannt. Jetzt springt er ja wieder hier hin. Ich so. Guck mal, der Strom macht uns jetzt gar nichts aus. Hoffentlich trifft er. Irgendwie war der ein bisschen daneben. Okay, der geht wahrscheinlich nicht auf den Schädel. Hoffentlich reicht das. Nein! Boah, 1529. Da soll ich nochmal wegspringen. Bam, erledigt. Tschüss. Leg dich schlafen. Oh, nur Silber. Das heißt, wir bekommen, glaube ich, nichts Tolles aus der Truhe jetzt. Nur Silber. Oh, Mann. Drachenhaut, toll. Dafür racker ich mir den Hintern hier ab. Mann. Ich will da hoch, ich will wissen, was da ist. So. So, na gut, ich würde sagen, das war's mit der Folge. In der nächsten Folge machen wir die Hauptmission weiter. Ich werde jetzt aber gleich ein bisschen die ganzen, damit ihr das auch mal seht, das sind reine Farm-Missionen machen. Und ja, zum Beispiel einfach, das dauert einfach und das ist langweilig, dann eine Zeit lang anzusehen, denke ich mal. Und die werde ich dann machen und wenn ich dann die meisten Sachen davon erledigt habe, ich denke mal, ich werde gar nicht alles machen, aber vielleicht geht auch noch gar nicht alles, weil manche Monster sind vielleicht noch gar nicht da. Dann machen wir die Hauptmission weiter. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was euch gefallen hat. Oder wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt das auch mal in die Kommentare, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Würde mich interessieren. Also, ich würde sagen, bis dahin sehen wir uns in der nächsten Folge von Dragon Quest Heroes oder Tales of Systeria oder The Walking Dead. Wer weiß, wo es uns wieder hin verschlägt, wo wir zusammen, gemeinsam die Welt retten. Ich sage bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.